So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt und zwar Super Mario Maker. Der alte gute Klempner ist jetzt schon ganze 30 Jahre alt, seit dem 11. September. Wir haben heute den 13. September und das heißt Sonntag und das Spiel hat mir sogar angezeigt, dass wir Sonntag haben. Zeit fürs Bauen, meinten die aber. Nein, Leute, ich werde jetzt nicht bauen. Ich werde euch Level zeigen, ganz genau. Ich habe auch schon mein allererstes selbstgestaltetes Level veröffentlicht. Ich werde wahrscheinlich den Link in die Beschreibung packen oder eher gesagt die Level-ID. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr das schafft, ob ihr den Sinn hinter diesem Level verstanden habt. Im Übrigen, für die, die jetzt keine Let's Player sind, ihr könnt mir gerne eure Level-ID unten hinterlassen. Ich denke mir mal, ich werde mal ein, zwei Parts machen, wo ich dann eure Levels abspielen werde und andere Leute die sehen werden. Mal schauen, vielleicht haut mich das Ganze ja um, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich dachte mir, boah, du hast doch die ganze Zeit kein Mario-Let's Play gemacht, ganz genau, weil es nur von Mario überall regnet und... Ich dachte mir, komm, machst du Super Mario Maker, Nostalgie pur. Ich bin zwar noch nie der großartige Super Mario, also New Super Mario Bros. Fan gewesen. Aber die alten, boah, Leute, das spiele ich so gerne. Und die Musik war da auch immer noch die beste, finde ich. Naja, wir können uns jetzt erstmal entscheiden zwischen 10 Mario-Herausforderungen. Das heißt so viel wie... Das ist quasi der Story-Mode in Anführungsstrichen. Da könnt ihr Sachen noch, beziehungsweise Amiibos freischalten. Was noch, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber naja, das ist halt, das sind die intrigierten, also die intrigierten Level, die da quasi eingefügt worden sind von den Entwicklern. Und Level aus aller Welt. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Level aus aller Welt, um zu gucken, was für heftige Level uns da erwarten. So, ich würde sagen, wir machen die 100 Mario-Herausforderungen, oder? Oder Level suchen? Ne, wir machen erstmal die Herausforderung. Das finde ich ganz cool, weil dann sieht man vorher nicht, wie das Level aufgebaut ist. Ich kann euch das mal kurz zeigen, und zwar bei Level suchen. Dort seht ihr nämlich immer, wie das Level quasi aufgebaut ist. Und da könnt ihr euch dann quasi gute Level raussuchen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Da könnt ihr auch direkt bewerten und so weiter und so fort. Ne? Und dann könnt ihr auch eingeben, Sternrangliste oder neue Level, je nachdem, die ihr dann anzocken könnt. Ihr seht auch jeweils New Super Mario Bros. U und Super Mario Bros. 3 und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr euch natürlich entscheiden, ne? Für jeden das Beste rauspicken. Ich würde sagen, da hat Nintendo sich was einfallen lassen, weil für jeden ist da was dabei. Wirklich für jeden, egal welche Altersklasse. Auch die Leute oder die Kinder, die jetzt quasi erst mit New Super Mario Bros. Aufgewachsen sind. Oder gerade erst noch in Entwicklung sind und das Spiel. Die können sich dann damit auch noch austoben und ich finde das hammergeil, ne? Also auch die Auflösung und so weiter und so fort und was für Möglichkeiten man da hat. Ja, ich werde euch natürlich nicht zeigen, wie man Level baut. Das habe ich, glaube ich, auch schon am Anfang gerade eben erwähnt. Ich werde, wie soll ich sagen, ja... Ich werde euch mal halt ein Level von mir oder Level, die ich dann selber mal mache, werde ich präsentieren. Ihr könnt die dann auch selber machen. Könnt ihr mir ja mal Kommentare schreiben, ob ihr das Level bewältigt habt, ob ihr es feiert oder nicht. Und, ja, was wollte ich noch sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ne? So, das hier ist jetzt online. Das heißt, Leute aus aller Welt haben diese Level reingestellt. Prinzessin Peach wurde entführt. Und was ich hier so klassisch finde ist... Man sieht ja hier nicht die Levelstrukturen, das heißt, man wird irgend random in ein Level geworfen und das bis zu 8 Welten, also Level, wie auch immer, bis zum Ende. Easy Level, okay, meinte der Easy oder was? Naja, man hat 100 Versuche, weil hier manchmal wirklich richtig krasse Level kommen und ja, mal schauen, ob dieses Level jetzt wirklich so großartig ist, wie es verspricht. Nein, war es nicht. Ihr könnt bis zu 3 Leben jeweils sammeln pro Level. Das heißt, ihr könnt die 100 nicht überschreiten, aber wenn ihr unter 100 liegt oder liegt, wie auch immer, dann könnt ihr 3 Leben dazu bekommen. Und nein, du bekommst jetzt leider keinen Stern, denn dieses Level war, naja, solide. Solche Level hat man momentan öfters. Ich würde mir wünschen, wenn es öfters bessere geben würde. Mount Moon. Aber naja, da sind halt auch sehr viele kleine Kinder dabei und ich kann das durchaus nachvollziehen. Oh, Pummeluff. Ja, ihr könnt ein paar Faxen mit den Amiibos machen, wie ihr sehen könnt. Und hier dieses Level, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Warum kriegen wir schon wieder einen Stern? Oh, ja.
Ich kann es nachvollziehen, warum wir jetzt einen Stern bekommen haben, aber... Das war's? Naja, das war jetzt auch nicht wirklich berauschend. Aber ich muss euch schon mal sagen, dass ich am meisten Super Mario Bros. 3 feier. Von den ganzen Super Mario Bros. Teilen, die hier drauf sind. Und nein, der Level war auch nicht so berauschend. War zwar, naja, nicht allzu einfach, sagen wir es mal so, in dem Sinne. Aber naja, Kid or Squid, okay. Ja, es gibt hier auch Wasserlevel, ganz genau. Oh nein, lasst mich raten. Ja, du bist fies, Mann. Ah, ich hasse euch, ihr Blooper. Haut ab! Damals mochte ich den NES-Teil nicht, den wir jetzt gerade spielen, also Mario Bros. Aber mittlerweile finde ich es sogar ganz cool. Und spiele es gerne, weil damit kann man am meisten machen und nur dort könnt ihr die Amiibo-Pilze verwenden. Was eigentlich nicht sehr viel bringt, außer dass ihr dann quasi in derselben Größe wie Mario seid und dann trotzdem irgendwo noch durchkommt. Das finde ich dementsprechend hat schon irgendwas. Und ich würde sagen, hier sind 3 Sterne insgesamt, aber auch ein paar Blooper. Und ich will nicht noch weiter springen, bevor ich jetzt gleich den Löffel abgebe. Verdammt. Alter, komm, den einen Stern kriegen wir. Die anderen natürlich nicht, ne? Das ist mir jetzt aber erstmal Latte. Komm her. Okay, wir könnten jetzt alle killen, ne? Ich denke mir mal, das ist vielleicht der Sinn dahinter. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ihr habt sehr viele Möglichkeiten, gewisse Sachen zu machen. Ich denke mir mal, ich werde euch auch eine kurze Einleitung dazu geben, wie ihr alles direkt freischaltet, denn ich habe das schon getan, also zumindest was das Bauen betrifft. Ich brauchte ungefähr eine Stunde. Sorry, Vana, mein Kollege, der brauchte auch eine Stunde ungefähr. Es dauert wirklich lang. Ja, ich weiß nicht, hat der einen Stern verdient? Eigentlich nicht wirklich. Es hat mich jetzt nicht unbedingt umgehauen. Ich muss schon irgendwo in einem Level vielleicht verlieren oder es muss mich einfach fordern, sagen wir es mal so. Und 100 Leben, okay. Ja, der gute alte Klempner ist ja jetzt 30 Jahre alt geworden und deswegen mache ich ja auch dieses Let's Play. Verdammt. Oh nein. Das ist ein bisschen assi, was ihr hier macht. Ah, Pilz, danke. Weg da, alle weg da, ja. Verdammt nochmal, ja. Alter, dieses Level zieht sich bestimmt bis am Ende. Ah, okay. Sagen wir mal so, das Level, das kann noch ein bisschen weiter ausgebaut werden, aber ich fand es gar nicht mal so schlecht. Nun ja, ich wollte sagen, der Klempner ist jetzt 30 Jahre geworden, auf dem 11. September natürlich, ne? Also an einem schönen, aber auch traurigen Tag. Man kann es mit einem lachenden und weinenden Auge sehen, so sagt man so schön, wie so ein Clown. Oh, was sagt der eine? Lol, super fun, nice, okay. Ja komm, sind wir mal nicht so, kriegst einen Stern. Du hattest bisher schon ein kreatives Level, was noch ein bisschen ausarbeitet werden könnte. Naja, so, heute haben wir Sonntag und das wurde mir auch angezeigt, wo ich das Spiel gestartet habe. Und da stand halt, dass wir den perfekten Tag hätten, um zu bauen. Find the 100 One-Ups. Okay. 100 Stück. Alter. Was habt ihr alle mit eurem New Super Mario Bros? Ich denke mal, dass die meisten New Super Mario Bros jetzt haben, weil das ist am Anfang verfügbar und der NES-Teil, also Mario Bros. Und deswegen kommen die meisten Level jetzt erstmal in diesem Design daher. Was ich auch verstehen kann, weil es dauert ja wirklich lang, bis ihr das Level, also bis ihr diese gewissen Sachen freigeschaltet habt. Und da gebe ich euch einen Tipp. Ihr geht in das Menü Bauen und ihr legt so viele Klötze, wie es nur geht. Ihr müsst aber auch jeden Gegenstand, wirklich jeden, der noch mit einem Ausrufezeichen verziert ist, das heißt, den ihr noch nicht benutzt habt, den müsst ihr benutzen und dann die ganze Zeit einfach das Level bis zum Anschlag erweitern und dann die ganze Zeit mit dem linken Stick von links nach rechts, von oben nach unten und dann dabei die Klötze, also die Steine oder Blöcke, wie auch immer, verlegen. Wisst ihr? Und dann schaltet ihr nach und nach die Sachen frei. So, und das dauert ungefähr eine Stunde, also so 50 Minuten. Ja, ich finde es aber gut, dass Nintendo sich dazu entschieden hat, denn sie haben ja direkt einen Patch rausgehauen. Game Guy 888 Goes Underground, okay.
Und vorher war das nämlich ganz anders. Oh, wir sind ein Goomba. Oh, wir können uns auch ducken, wenn wir nach oben drücken. Oh, ja. Dann nehme ich doch lieber die Feuerblume, oder? Seid mal ehrlich. So. Oh, der ist ja ganz schön fies. Ich wusste gar nicht, dass er auch schießen kann, wenn er Flügel hat. Okay. Man lernt hier auch immer neu dazu. Das finde ich auch cool. Man kann sich natürlich Inspiration von anderen holen. Und der Typ nervt mich gerade irgendwie. Und diese Feuerblume auch, weil sie kann fliegen und sie kann schießen. Ha, endlich. Oh, die ganzen Sterne, da kommen wir doch nicht dran. Der ist lustig. Alter, was ist das für ein Ende? Naja, okay. So, gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich eigentlich noch gesagt haben wollte. Ich bombardiere euch einfach mit Informationen. Tut mir leid. Ja, das Level, naja. Es war zu einfach. Sagen wir es mal so. You are rich? Okay. Alter Schwede. Ach so. Deswegen sind wir reich. Ah, lass mich raten. Es geht jetzt bis zum Ende und dann kommt nichts mehr. Oh, schade. Naja. Aber ich find's gut. Der Klempner kriegt sein Comeback sogar direkt auf meiner, also auf meiner Seite, meinen Channel. Und ich hoffe, euch freut es auch. Auch wenn jetzt gerade nicht wirklich bombastische Level hier erscheinen. Also, You're Rich ist zwar schön und nett, aber... naja. Castle of the Turtle Tower. Ja, am Ende kommt immer ein Bowser-Level. Wirklich am Ende, weil das ist ja das Bowser-Castle. Und die Leute, die ein Bowser-Level, also vom Design her gewählt haben, das erscheint dann dort. Das habe ich nämlich schon herausgefunden. Das ist mir aufgefallen. Und ja, wie es aussieht, kommen hier auch sehr viele Bowser. Und ja. Im NES-Style kann man noch an den Bowsers und Koopas und so mehr oder weniger vorbeilaufen, wenn man getroffen wird. In dem New Super Mario Bros. Nicht. In den anderen weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Naja. Genau, ich könnte noch mal kurz einen Mythos aufdecken. Und zwar von... Super Mario Bros. 3. Denn Mario war nie in Gefahr. Das Ganze war nur ein Theater. Ganz genau. Das seht ihr auch am Anfang, wo es beginnt mit dem Vorhang. Mario, Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Oh je. Ja. Das kommt immer am Ende. Und das heißt, wir können, glaube ich, Peach niemals retten. Das ist der allererste Mario-Teil, wo wir sie, glaube ich, nicht wirklich retten können. Das heißt nicht, dass es der allererste Mario-Teil ist, wo wir sie nicht retten, weil in Super Mario Land, da rettet ihr ja Daisy und nicht Peach. Ja, und hier sind die Amiibos, die ihr freischalten könnt. Je nachdem, also nach und nach, wenn ihr die 100er-Mission schafft oder auch die 10er, glaube ich. Eine neue Figur für den Fragezeichen-Pilz ist jetzt verfügbar. Und wir haben Slippy, glaube ich, so hieß der, ne? Oder hieß der Peppy? Nee, Slippy war das, glaube ich. Mein Lieblingstyp aus Star Fox. Ja, aus Lilith Wars. Der Frosch. So. Ich würde sagen, wir runden das Ganze mal ein bisschen auf. Und zwar Levelsuche, 100er Herausforderung. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die 10 Mario Herausforderungen. Das ist in Anführungsstrichen... der Story Mode, da könnt ihr nämlich auch noch Sachen freischalten. Und die World Championships oder wie auch immer das hieß, was die Entwickler da gemacht haben am Ende, wenn ihr, ja, die anderen Level geschafft habt. Das ist quasi, das sind die intrigierten Level und ihr habt hier nur 10 Versuche, mehr könnt ihr nicht sammeln und wenn die auf 0 schrumpfen, habt ihr verloren. So, 0 von 8 Leveln gibt es hier, wie halt mit der 100er Herausforderung, nur halt mit 10 Leben und... natürlich auch etwas kniffligeren Leveln. So. Mal gucken. Mit Pau zum Ziel. Okay. Das heißt wohl, wir müssen dieses Pau-Ding da benutzen. Ach ja, Leute. Super Mario Bros. World.
Und ich habe gerade Mist gebaut. Alter, was war das denn? Da sterbe ich direkt. Das war total fail. Die ganze Zeit ist mir nichts passiert und hier sterbe ich einfach. Jetzt denken die auch so, oh mein Gott, sind das so schwere Level. Nein, Spaß. Das ist ja eigentlich gar nichts im Vergleich zu den anderen Sachen. Aber was ich nicht mag ist, wenn man bei einem Mal getroffen und dann so viele Gegner und nicht den Überblick hat. Das ist nicht so mein Ding. Aber okay. Sagen wir es mal so, es war schon schwer. Nicht ganz, weil ich gerade wirklich per Zufall abgekackt bin. Dabei wollte ich den Schildkrötenpanzer wollte ich packen. Bowser, der Hochstapler, oh nein. Was sagt uns das? Ja, wie es aussieht, müssen wir hier die ganzen Gegner bezwingen. Und die ganzen Koopa kommen jetzt hier immer wieder raus. Und der Bowser schießt natürlich auf uns. Und ja, wie es aussieht, hätten wir es geschafft. Ja, okay. Es war ja ganz einfach. Natürlich muss man vorher schnallen, was von einem verlangt wird, ne? Aber es war gar nicht mal verkehrt. So, wollen wir mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, ich würde mir wirklich wünschen von euch, wenn ihr die Level-ID von eurem Level einfach mal als Kombi postet. 5 bis 3 Remix Schuh-Gumbas. Oh, cool. Super Mario Bros. 3, Leute. Ich finde auch, dass sie die Steuerung übernommen haben. Sehr cool. Oh, das Level, das kennen wir doch von damals. Nur halt ist ein Remix. Und das mag ich auch wiederum. Und hier kriegt ihr auch wieder diese Schuhe. Oh, du scheiß Pisser. Ist hier ein Pilz? Nee, war ja klar. Ja, die Soundeffekte, die sind auch neu, Leute. Die könnt ihr überall einbauen, wo ihr wollt. Die erfüllen auch ihren Zweck und machen das Ganze noch ein bisschen schmackhafter, finde ich. Oh, der fliegende Schuh. Ich weiß gar nicht, können wir damit fliegen? Ja, tatsächlich. Wir können für kurze Zeit schweben. Das hat sowas von, ja, ein Hauch Yoshi, sagen wir es mal so. Und was haben wir hier? Dafür sollten wir also den Schuh missbrauchen. Komm her. Oh, ein Leben, Leute. Oh, verdammt, ich habe meinen Schuh verloren. Haben wir das Level jetzt geschafft? Ja, wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Kann ich das jetzt... Nee, kann ich nicht mitnehmen. Boah, ist doch assi. Boah, Riesenschuh, Leute. Ah, ich liebe einfach diesen Art-Style, ne? Ah... Jetzt sag nicht, ich brauchte den noch, weil das ist ziemlich assi. Oh nein, da ist eine Feuerblume oder Feuerpiranha. Weg damit. Dich können wir nicht gebrauchen. Oh nein. Müssen wir da rein oder ist das Verarsche? Jetzt sag nicht, ich brauchte die Bombe, um irgendwie... Da oben war ja noch ein Weg. Wollen die... Ist hier irgendwas Geheimes? So ein paar Blöcke. Nö, scheinbar braucht man hier den Schuh. Okay. Naja, wir haben das Level doch noch geschafft. Okay. Und ihr seht den Offline-Stream. Oder Screen. Screen eher gesagt, nicht Stream. So. Aber ich würde mir echt wünschen, wenn ihr eure Level-ID einfach unter meinem Channel oder dieses Video posten würdet. Oder unter den Videos. 3 ab, Bad Domino. Oh. Immer wenn ich auf die drauf springe, dann kommt Feuerwerk. Warum wohl, ne? Weil hier diese Wiggler, die rastern aus. Ja, sogar ein großer. Ah, der Sound, Leute. Yeah. Okay, sagen wir es mal so. Das war auch, naja, nicht so ein gutes Level. Eher so ein bisschen einsteigermäßig. Aber ganz okay. Wollen wir mal weitermachen. Was erwartet uns jetzt? Mampfa, okay. Ach so, das soll eine Piranha-Pflanze wahrscheinlich darstellen. Habe ich jetzt Mist gebaut? Ich will einen Pilz. Komm, gib mir einen Pilz. Ihr seid doch assi. Oh nein. Hier muss irgendwo etwas drin sein, was ich wahrscheinlich verbockt habe. Okay. Scheinbar gibt es hier irgendwo was. Aha.
Ah, und so komme ich auch an die Fragezeichenblöcke dran. Ich verstehe. Verdammt. Aber sie sind so fair und machen direkt hier noch so einen Powerblock. Oder so einen P-Schalter, sagen wir es mal so. Okay, das ist schon was kreativer, finde ich. Und dass es dazu beiträgt, dass man das Level schaffen muss. Oh, du bist doch fies. Und wie soll ich dich jetzt battlen? Ja, klar. Das ist jetzt mehr als fies. Ein Leben? Toll. Das bringt mir jetzt eigentlich nicht allzu viel. Nur der Goomba irgendwie. Aber ich glaube, wenn wir auf ihn drauf springen, kriegen wir ihn trotzdem. Okay, wir hätten auch so einfach rübergehen können. Boah. Mach ich mir extra die Mühe, hier den Schuh zu holen und dann sowas. Ja, ich glaube, 25 Minuten Part ist okay. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wenn da drüber, also wenn es da drüber gehen soll, ist auch okay. Clown, Kutschen, Kanone. Nee, Kanonade. Okay. Was greifst du uns an? Hau ab, ey. Okay, danke schön. Achso, er verfolgt uns nur so lange, bis wir das Item oder den Gegner besiegt haben. Alter. Haut ab! Nein! Das war ja schon irgendwie ein bisschen fail. Ich hatte gerade Angst, dass die mich doch noch treffen. Ey, das war ja gar nicht mal so schlecht. Okay. Da kann man sich wirklich was abgucken. Und es verbessern. Sagen wir es mal so. 3 bis 1 Remix und endlich One-Ups. Warum? Kommen da die ganze Zeit welche raus? Gute Frage, ne? Hä? Ja, okay. Was haben wir denn hier? Verdammt. Ich hab Mist gebaut. Ich komm dann... Ah, doch, wartet. Ich glaube, ich krieg's noch hin. Komm. Toll. Jetzt kriege ich die anderen Blöcke nicht. Man kann sowieso nicht alle kaputt machen. Denken die so, man freut sich. Oh Mann. Alter, da kommt ja auch noch eine Pflanze raus. Toll. Diese Effekte, ne? Die erschrecken einen immer. Und die scheiß Hammerbrüder. Verdammt. Ich hasse Hammerbrüder, Leute. Das ist das Schlimmste, was in Super Mario eigentlich so existieren kann. Die Hammerbrüder. Ich habe sie damals schon im NES-Teil gehasst. Ah, Mann. Aber in Super Mario Bros. 3 mochte ich sie eigentlich. Also sie waren okay. Es gab auch größere davon. Was nicht heißt, dass es das hier nicht gibt, ne? Aber, naja. Wow. So viel haben wir ja doch gar nicht übersprungen. Ich dachte, wir hätten schon ein bisschen mehr. So, ha, habe ich euch ausgetrickst. Alter, da oben gibt es bestimmt unendlich One-Ups, ne? Ah, da war bestimmt ah, nee, ach so, ich verstehe. Verdammt, ah, nee. Leute, dafür bin ich nicht geschaffen. Das habe ich noch nie richtig ausprobiert. Da könnt ihr euch nämlich die ganze Zeit One-Ups holen und so weiter und so fort. Wollen wir mal gucken, was das nächste Level beinhaltet. Das letzte. Ruhig Blut. Okay. Was soll mir das jetzt sagen? Was soll das jetzt heißen, wollte ich sagen? Oh. Herzklopfen, Leute. Alter, was ist das denn? Was geht mit dir? Ach so. Verdammt. Ah, jetzt verstehe ich. Man darf mit dem Ding da gar nicht erst drankommen, weil sonst gerät das außer Kontrolle und ja, ich konnte gerade nichts mehr machen. Dann sind wir direkt getroffen worden.
Aber komisch, ich habe doch gerade nichts getroffen. Warum rastet der so aus? Vielleicht, weil ich zu schnell war? Keine Ahnung. Toll. Kommt direkt Baby Bowser. Aber tschüss mit Baby Bowser. Hasta la vista, Baby. So. Schön und gut. Wollen wir mal gucken. Ich zeig euch jetzt noch mal kurz mein Level. Mehr oder weniger. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es spielen wollt oder nicht. Ja, Fortsetzung folgt. Garantiert. Ja, und der Hund mit der Rakete. So, okay. Dann wollen wir mal kurz gucken. Und zwar Level aus aller Welt. Nein, Level bauen. Speicherbot. Wir wollen zum Speicherbot, Leute. So, hier könnt ihr eure Levels erstellen. Und ja, kann man sich ja wahrscheinlich denken. Und ihr merkt auch, hier kann man wirklich sehr viele Level erstellen. So, spielen, bauen, hochladen. Ich weiß gar nicht mehr, wo konnte man eigentlich... Moment. Ich glaube, das ging hier. Dann musste ich oben auf mein Mii-Symbol und dort konnte ich euch, glaube ich, dann zeigen. Ja. Level-ID, wo bist du? Warum wird dir nicht angezeigt? Muss ich die erst noch eingeben, oder was? Ach, dann füge ich die halt unten ein. Sorry, Vana konnte definitiv schon das Level spielen. Ja, hier sieht man auch, welche Level ich schon so ein bisschen gespielt habe und so weiter und so fort. Aber warum ist meine Level-ID nicht da? Muss ich das jetzt verstehen? Also 24 Leute haben es versucht und 7 haben es nur geschafft, okay. Naja, vielleicht findet ihr es ja auch so. Wer weiß, ihr habt es ja jetzt gelesen. Nun ja, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, ich habe ein bisschen viel gequatscht, aber es waren ein paar wichtige Informationen, fand ich. Und in den nächsten Parts werde ich nicht mehr allzu viel quatschen, was das angeht. Nun ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Runtime.